Herzlich willkommen zu Märkte und Trends Teil 2. Heute wieder mit Andreas. Hi Andreas. Grüß euch, liebe Zuschauer und grüß dich, lieber Boris. Wir hatten als Teaser der Sendung auch schon gesagt, dass das heutige Thema der Sendung trotz Rücksetzer, diese US-Aktien sind jetzt interessant. Und vorhin hattest du die Alphabet noch vorgestellt, ein bisschen darüber gesprochen gehabt und jetzt hast du sie auch schon in das Märkte und Trends Depot mit aufgenommen. Genau, wir haben da ja ein Zertifikat uns rausgesucht. Kennnummer ist und wird auch eingeblendet die MB4LEV. Das ist ein Turbolong-Zertifikat mit einer Knockout-Schwelle von 107,44 US-Dollar und einem Hebel von 3,2. Und der Grund ist natürlich den wir hier eingangs schon besprochen haben in der Vormittagssendung Teil 1, dass die Aktie im Gegensatz zu anderen Aktien erstens mal nicht so stark übergekauft ist, also nicht so stark gekauft worden ist wie andere Magnificent Seven-Werte, die Aktie also durchaus noch Aufholpotenzial hat. Zur Begründung haben wir fundamental auch gesagt, der aufziehende US-Wahlkampf, der sehr früh beginnt, von dem das Anzeigengeschäft in den USA sehr, sehr stark profitieren wird in jeder Richtung. Das darf man nicht nur direkt auf den Wahlkampf in den USA beziehen, sondern auch auf die teilnehmenden Firmen, die natürlich auch versuchen werden, sich hier ihr Brot in Anführungszeichen rauszuschneiden. Und es ist natürlich immer noch die KI. Geschichte mit Apple, da dürfte es sicherlich noch weitere Vereinbarungen geben, nicht nur Apple dürfte da interessant sein, da könnten auch andere Unternehmen durchaus noch aufspringen und bei Alphabet ein wenig nach Möglichkeiten suchen, ihr KI-Geschäft aufzuproppen. Die negativen Seiten, die wir hier auch natürlich ansprechen müssen, sind natürlich die Kartellverfahren, die gegen Alphabet laufen, sie laufen allerdings auch gegen Meta etc. Das sind durchaus Risiken, die man benennen muss bei Alphabet als Rücksetzer. Allerdings sind das Sachen, die eher im mittel- bis langfristigen Bereich liegen, weil diese Kartellprozesse auch in den USA, die gegen Alphabet laufen, eher langwierig sind. Alphabet, das wisst ihr selber, ist natürlich sehr gut dagegen gewappnet mit den besten Anwälten und die ziehen sowas natürlich sehr gerne in die Länge. Die Prozesse sind also relativ groß veranschlagt. Und auch die zu erwartenden Strafzahlungen, die es da vielleicht geben sollte, sind nicht so, dass Alphabet die jetzt umstoßen werden. Eher geht es dann natürlich um die Regulierung, die es da geben könnte für Alphabet und Co. Jetzt nachdem das Zertifikat auch gehandelt wurde, wo sind denn jetzt auch, nachdem auch die Alphabet das Allzeithoch schon jetzt wieder mal hatte, eure Ziele auch gerade für die Alphabet selbst? Ja, ich habe es ja hier auf dem Monitor bei uns im Chart schon reingeschrieben. Wir haben ja einen sehr schönen Aufwärtstrendkanal, der nur kurzzeitig mal im Ende Februar, Anfang März unterschritten worden ist. Bisher ist er also noch gültig. Und die obere Seite dieses Trendkanals kann man sehr schön sehen, liegt bei 172 US-Dollar aktuell. Unser Ziel ist jetzt erstmal so der Bereich 170 US-Dollar. Viele Analysten haben ein ähnliches Kursziel, wie wir es hier auch haben. Hier sieht man das sehr gut. Der Durchschnitt der Analysten liegt bei 165,50. Das ist, wie gesagt, ein Durchschnitt. Es gibt natürlich welche, die das Ziel bei 200 Dollar sehen. Es gibt welche, die sind da wesentlich konservativer. Insofern fühlen wir uns da relativ gut aufgehoben. Ihr hattet eben gerade dann auch nochmal die Shell verkauft. Das heißt, ihr habt einen Verkauf getätigt und auch einen weiteren Kauf halt getätigt mit der Alphabet. Shell habt ihr mit plus 29% über die Ladentheke geschoben. Was war denn jetzt auch gerade die Intention, der Grund dahinter, dass ihr das jetzt schon gerade verkauft habt? Den hast du gerade genannt. Das hatten wir auch ein Zertifikat. Auch das wird jetzt gerade eingeblendet. Die UH91QB plus 29%, hast du ja gerade gesagt. Und wir haben es gestern auch schon besprochen, in den vergangenen Tagen, dass unser erstes Kursziel hier im Bereich von 32 bis 32,50 liegt. Das ist ein Widerstand, der nicht zu unterschätzen ist. Wir sehen ihn zwar jetzt hier im Chart nur vom Oktober letzten Jahres, dieses Hoch. Allerdings hat die Aktie dort 2014 und auch 2018 angehalten. Also schön im Vierjahresrhythmus. Jetzt haben wir durchaus 6 Jahre statt 4-Jahres-Rhythmus, aber das ist ein Widerstand, den wir müssen erstmal ein bisschen respektieren, vor allem, weil die Aktie, ihr seht es ja selber, gar nicht so stark volatil ist. Solche Rallyes wie jetzt, wie gesagt, letzten Oktober auch gemacht hat und dann eben nicht so stark weitergekommen ist. Der Ölpreis ist aktuell mit 89,35 US-Dollar nahe an der 90-Dollar-Marke. Ich hatte das ja gestern auch noch einmal manifestiert, dass das möglicherweise die nächste Zone ist, die interessant werden könnte beim Öl.
Und gestützt wird das Ganze natürlich von der Tatsache, dass wir heute hier auch gerade eine Sitzung gehabt haben, in der keine Veränderung vorgenommen worden ist bei den OPEC-Plus-Mitgliedern, war auch eigentlich gar nicht so zu erwarten, dass da sich groß was verändern würde. Und insofern der Status quo erstmal zementiert ist, was steigende Kurse beim Ölpreis angeht. Man muss aber natürlich immer bedenken, dass es auch immer mal $1-2 wieder nach unten gehen kann. In diesem Aufwärtstrend heute Abend kommen die Öllagerbestände natürlich. Und da könnte es schon wieder ein Stückchen nach unten gehen, wenn die ein bisschen besser ausfallen als erwartet. Also die Tendenz ist weiter ansteigend, aber wir wollen natürlich auch bei diesen Trades, das ist in der Sache, unsere Gewinne sichern, wie wir auf der anderen Seite natürlich auch Verluste durch Stops eben reingezogen bekommen. Aber wenn du jetzt gerade sagtest, dass dann diese Marke, dieser Widerstand von 32 Dollar in der Aktie von Shell gebrochen wird, könnte es dann sein, dass es dann, wenn dieser Widerstand überschritten werden würde, dass es wieder interessant wäre für euch, dementsprechend halt auch zu handeln? Absolut, also jenseits dieser Grenze von 32,50 bis 33,10, das ist so dieser Widerstandsbereich, den die Aktie da sehr massiv hat, sollte die Aktie natürlich da drüber laufen. Oder sollte sie eben jetzt im aktuellen Zuge vielleicht nochmal zurücklaufen, ähnlich wie sie das im Oktober gemacht hat, um meinetwegen 2-3 Euro, dann wäre sie natürlich wieder sehr interessant, eher 2 als 3 Euro, 3 wäre schon ein bisschen zu viel, dann wäre sie wieder sehr interessant und vor allem, wenn sie dann über diese Marke drüber geht, dann sehen wir erst wieder die nächsten Widerstände aus dem Jahre 2000. Aber Boris, du weißt ja, Widerstände aus dem Jahre 2000 sind Dinge, die wir in den letzten Monaten öfters angesprochen haben, also 24 Jahreswiderstände. Und die liegen erst bei 38 Euro um den Dreh. Also ja, natürlich wäre die dann sehr, sehr interessant, die Aktien. Dann schauen wir doch mal auf einen weiteren interessanten Wert bei euch im Märkte und Trends Depot. Und zwar ist es die Amazon. Die hattet ihr auch gekauft gehabt am 21.02. schon. Ja. Und ist jetzt mit knapp 20% im Plus. Da wolltest du unseren Zuschauern auch noch ein Update zu geben. Genau, also die Aktie befindet sich ja hier schön weiter im Aufwärtstrend. Ist natürlich ein bisschen noch von ihren Hochs entfernt, das ist klar. Auch hier ist es natürlich so, dass Amazon als Teil der Nasdaq eine relative Stärke noch immer aufweist, auch gegenüber der Konsolidierung, die wir gestern begonnen haben, beziehungsweise vorgestern begonnen haben in der Nasdaq. Das heißt, die Aktie hat immer noch ihr Potenzial verteidigt, scheint es auch durchaus noch etwas ausbauen zu wollen, womit natürlich auch gesagt ist, dass die Nasdaq-Konsolidierung keine im sehr starken Level wird, zumindest nicht, wenn ein Großteil der Werte aus der Nasdaq, der Magnificent 7 Werte, nicht deutlich nach unten abgibt. Nun haben wir ja zwei benannt, nämlich die Alphabet, die wir uns ausgesucht haben, und die Amazon, die wir hier haben. Hier haben wir das Zertifikat, auch eingeblendet mit der Kennnummer UL49AY, plus 20%, du hast es schon benannt. Und hier werden wir natürlich uns zeitnah anschauen, ob die Aktie noch weiteres Potenzial nach oben hat. Eigentlich hat sie das auch, denn auch hier können wir uns mal die Analystenschätzung anschauen. Und die liegen hier im Durchschnitt, das ist nämlich sehr interessant, bei der Aktie bei 208,6 US-Dollar. Das ist also die Kursziele innerhalb eines Jahres. Das heißt, da sehen viele noch Platz, mehr als 10%. Und fast schon 20%. Und nun muss man natürlich auch wissen, diese Dickschiffe, von denen wir ja immer sprechen, die haben eigentlich stärkere Impulse natürlich nur zu den Zahlen. Ansonsten laufen die eher so ein bisschen kleinteilig, hängt natürlich mit der sehr großen Marktkapitalisierung zusammen. Da kann man die Aktie nicht mehr so stark bewegen. Und die nächsten Zahlen gibt es ähnlich wie bei der Alphabet in der letzten Aprilwoche. Also der letzten kompletten Aprilwoche hier am 24. April, und dann werden wir mal sehen, was bei rauskommt. Dann habt ihr momentan, das haben wir auch gestern ein bisschen besprochen gehabt, nachdem wieder neue Allzeithochs gewesen sind, das Gold noch bei euch mit im Märkte- und Trendsdepot? Yes, Sir, das haben wir auch noch mit drin, und wir haben ja gestern gesehen, dass das Gold so einen kleinen Spike nach oben gemacht hat. Heute noch einmal mit einem neuen Allzeithoch bei 2289 US-Dollar. Davon sind wir jetzt am Nachmittag ein bisschen zurückgelaufen. Wir hatten eben den privaten Arbeitsmarktbericht aus den USA. Ich habe aber noch nicht, weil die Sendung ja gerade angefangen hat, gesehen, wie er ausgefallen ist. Er scheint aber relativ dollarfreundlich gewesen zu sein, weil ich auch gesehen habe, dass der Euro-US-Dollar ein Stückchen zurückgesetzt hat.
Und daraus schließt sich auch daraus, weil Gold ein wenig zurücksetzt, Silber auch. Das wird allerdings aus meiner Sicht jetzt nicht so großartig nachhaltig sein. Wir bleiben beim Gold positioniert. Die 2.300-Dollar-Marke, denke ich, werden wir auch noch rausnehmen. Das Zertifikat wollen wir hier auch noch mal einblenden. Das ist mit 17% im Plus. Das ist die Kennnummer UK7SHL. Auch hier ist der Hebel ja sehr moderat angesetzt. Bisher der Trend intakt, auch ein Zurücksetzen, wie wir es gerade haben, mit 0,4% oder meinethalben auch 1 oder 1,2%, ist im Zuge dieser Aufwärtsbewegung absolut okay, gar nichts gegen zu sagen. Solange wir nicht Tiefs des Vortages nach unten durchbrechen, sind wir in einem intakten Aufwärtstrend und der wird wohl auch noch intakt bleiben. Dann seid ihr noch ein, ich würde es jetzt nicht sagen Sorgenkind, aber für manche Leute ist es ein Sorgenkind, losgeworden, beziehungsweise habt einen Trade geschlossen und das ist ein Trade auf die Tesla gewesen. Genau, also ich habe mir das heute Morgen dann mit Sami nochmal gemeinsam angeschaut und nun war ja die Hoffnung von uns, die gehört natürlich auch immer bei Minuspositionen dazu, leider muss ich dazu sagen, aber nun ist es eigentlich so gewesen, dass wir davon ausgegangen sind, dass auch mit diesem sehr miserablen ersten Quartal, was die Aktie hier abgeliefert hat, dann zu Beginn des zweiten Quartals mal eine Trendwende einsetzen könnte. Die hat in keinster Weise eingesetzt, sondern die Aktie ist eigentlich weiter gefallen. Mit dem Beginn des zweiten Quartals schlechter geht es eigentlich gar nicht. Und insomit ist unser Zertifikat hier mit 40% im Minus. Man muss es aber auch mal ein bisschen in Zahlen setzen. Das sind 192 Euro, da wir ja immer mit kleinen Positionen fahren. Ist trotzdem natürlich sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, weil wir bereits schon eine weitere Minusposition mit Tesla hatten. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Aktie eher short, weiter short ist. Die Trends sind alle nach unten gerichtet. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt kurzfristig hier irgendwo eine Trendwende in der Tesla-Aktie sehen werden. Da ist so ein bisschen der Wurm drin. Wir haben heute dann auch, kurz nachdem wir den Trade geschlossen haben, auch noch von JP Morgan eine Abstufung erhalten, die wir aber nicht gekannt haben. Vorher muss man auch klar sagen, die Aktie wird jetzt bei 115 Dollar gesehen, runtergenommen, das Kurs hier von 130, was ja ohnehin schon deutlich unter dem aktuellen Kurs liegt, auf 115. Gut, das ist natürlich eine, ich sag mal, eine Einzelmeinung. Auch hier können wir uns mal anschauen. Der Durchschnitt der Analysten sieht das Kurs hier für ein Jahr immer noch bei knapp 200 US-Dollar. Also da, wo wir es hier auch eigentlich verorten. Nur ist es einfach so, selbst du kannst die besten Kursziele haben. Das kann in einem Jahr auch durchaus sein. Wir kennen die Tesla-Aktie ja und wenn wir uns den Kursverlauf der letzten 12 Monate angucken, dann sehen wir auch, dass er relativ volatil ist. Aber man muss natürlich dazu sagen, möglicherweise wird die Aktie eben erst mal Richtung 120 oder 115 Dollar fallen, bevor sie die 200 Dollar sehen wird. Dann haben wir vorhin noch angekündigt gehabt, dass wir einen Blick auf den Rüstungssektor halt werfen. Klar, durch die Medien geht auch momentan, dass der NATO-Generalsekretär ein 100-Milliarden-Euro-Paket zusagen will für die Ukraine, was natürlich sehr stark auf die Rüstungsanbieter, auf die Rüstungsaktien halt geht. Genau, und wir haben ja doch sehr viele von euch, die zuschauen hier und auch hier im Live-Handel dabei sind und auch immer wieder neugierig fragen, ist das jetzt schon eine Short-Position bei Rheinmetall, also den Wert, den man eigentlich im Jahre 2024 von Anfang an haben musste, wo die Aktie, wo war die denn hier am Anfang, glaube ich, bei 250 oder sowas, 270, na, 290, so rum, 290, die hat sich also fast verdoppelt in einem Quartal, also wir reden ja hier von Rüstungsaktien, wie geschnitten Brot und du hast es ja gerade gesagt, 100 Milliarden Paket, das hört eben so nett an, ne? Als man das jetzt noch schön verpacken könnte, was man da an horrenden Waffen dann produziert. Nun ist allerdings, muss auch dazu sagen, sehr viel Luft in der Aktie drin. Ich habe heute Morgen vom Bankhaus Metzler, wer es nicht gelesen hat, noch eine Kursanhebung gelesen von 550 auf 705. Euro halte ich auch für durchaus wahrscheinlich, dass wir da hinkommen. Ich glaube bloß halt nicht mehr kurzfristig. Denn wer sich die Rüstungsaktien mal anschaut, da kann man sich auch eine Hensoldt zum Beispiel anschauen und das vergleicht mit dem letzten Jahr, da hatten wir das ähnlich, sehr gutes erstes Quartal, auch das Endquartal 2022 war schon relativ gut und dann nochmal eine kleine Spitze drauf auf dem April, was durchaus ja auch nochmal sein kann und dann gab es eine lange Konsolidierung von 3-4 Monaten, die natürlich nicht stark nach unten, sondern zur Seite gezogen, leicht seitwärts nach unten gezogen war. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier kurzfristig
noch wesentlich höhere Kurse sehen. Bisher ist der Trend intakt, was ich denke, ist völlig uninteressant, solange der Trend intakt ist. Man muss aber sehen, dass da eben schon sehr, sehr viel jetzt drin ist in dem Preis. Rheinmetall hat natürlich auch noch bestimmte Kapazitäten. Also selbst wenn man dem Unternehmen zu billigen würde, dass es in der Kürze der Zeit also plötzlich Tausende von neuen Fabriken irgendwo in den Sand setzen würde, also in den Wüstensand Deutschlands, dann werden sie es trotzdem in der Kürze der Zeit nicht hinbekommen. Das heißt also, es gibt keine Fantasie im Ergebnis, die die Aktie so hoch ziehen kann, aus meiner Sicht, es sei denn, und das wollen wir alle nicht hoffen, die aktuellen Auseinandersetzungen würden sich noch heißer gestalten und damit weiß jeder, was gemeint ist. Bei Hensoldt, siehst du das momentan ähnlich? Hensoldt ist ähnlich, ja genau. Hier ist die Aktie ja erst ein bisschen später angesprungen. Ich hatte ja letzten Monat auch sowohl die Aktie getradet, auch erfolgreich getradet, hatte sie auf meinen Zettel auch, hat auch alle Kursziele fast abgeholt. Also eigentlich nicht fast, sondern sie hat alle Kursziele abgeholt, nämlich den 37er-Bereich, den 40er und dann auch den 45er-Bereich. Und da sieht man, ist jetzt erstmal Feierabend, schon aus Fibonacci-technischen Zielen glaube ich nicht, dass wir da weit drüber hinauskommen. Auch hier kann man übrigens mal ein bisschen zurücklaufen und sich das anschauen. Und hier haben wir das sehr, sehr ähnlich, ne? Im März des letzten Jahres. Dann gab es auch nochmal eine kleine Konsolidierung, dann auch nochmal eine Spitze im April. Die lag aber nur eine Nuance über der Spitze vom März. Nun haben wir ja erstmal noch keine zweite Spitze gehabt und noch keine große Konsolidierung. Ich glaube, dass die Aktie durchaus erstmal ein bisschen Pause braucht, ähnlich wie die Rheinmetall. Dann danke ich dir auf jeden Fall, Andreas, und euch allen danke ich fürs Zusehen. Für die Plus-Mitglieder auf unserer Webseite heavytraders.live geht es um 15.30 Uhr weiter mit dem Live-Handel am Nachmittag im Livestream. Und alle Zuschauer in den sozialen Netzwerken, wenn euch unsere Videos gefallen, doch einfach das Video liken, einen Kommentar da lassen, den Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren. Und vielleicht auch mal auf unsere Webseite gehen, heavytraders.live, und dort mit reinschauen, dem Andreas auch mal über die Schulter schauen im Live-Handel. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis dann. Genau, bis gleich.